Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Hallöle zusammen. Ja, so mein letztes Video war ja echt erfolgreich. Das haben ja ein paar Leute gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele angucken. Und es hat vor allen Dingen wahnsinnig viele getriggert. Das finde ich gut. Und es hat mir sehr gefallen. Die Meinungen gehen echt schwer auseinander mit dem Tokensystem. So viele finden es wirklich gut. Viele finden das System absolut schlecht und sagen, nee, Farmen ist Teil des Spiels. Die Geschwindigkeit, die es hat, hat es halt. Und so, wenn man sich den Kram nicht zusammenfarmen kann, kann man halt auch nicht an 10 verschiedenen Raids teilnehmen. Ja, finde ich eine okay Einstellung. Ich habe meine Einstellung ja kundgetan. Aber ich kann auf jeden Fall die Einstellung auch gut nachvollziehen. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass da wirklich ganz viele Kommentare drunter standen und teilweise auch relativ ausführlich begründet und so weiter. Ja, sehr gut. Also hatte ich Spaß dran. So, heute ist ein etwas weniger spannendes Thema. Also zumindest wird es nicht so viele Leute triggern. Aber ich glaube, viele haben von euch ja schon mitgekriegt, dass Sulgurup ist angekündigt. Und Sulgurup ist ja eine Instanz. Also ich glaube, da gibt es nur Leute, die sie entweder hassen oder lieben. Aber ich glaube, die meisten Leute lieben Sulgurup und ich gehöre definitiv auch genau zu der Abteilung. Also egal wie gut oder schlecht die Items da sind, ich habe die Ini von Anfang bis Ende immer richtig gerne gemacht. Und vor allen Dingen, weil man sie auch relativ schnell zusammengestellt kriegt, weil es relativ kompakt ist, finde ich, die ganze Instanz. Also da ist so, ich sag mal, Akku 20 gefällt mir auch, aber da hat man immer wieder so Strecken, so Reitstrecken dazwischen, wo dann einfach nichts passiert oder steht mal ein Mob rum. Und in Sulgurup ist gefühlt die ganze Zeit Action. Da hat man entweder mit Mobs zu kämpfen und die Mobs haben dann auch verschiedene Tricks drauf und in verschiedenen Bereichen und so weiter und so fort. Also Sulgurup gefällt mir wirklich gut. Ja, und Blizzard hat angekündigt, im April, ne? Also ja, ein genaues Datum weiß man noch nicht, aber wir können im Prinzip sagen, so in 4 bis 6 Wochen vermutlich ist Sulgurup da. Und so neben dem Loot, ich könnte jetzt irgendwie die ganzen interessanten Items da zeigen, was droppt da Schönes an schönem Zeugs? Und da droppt definitiv einiges. Man kann sich da, glaube ich, nicht mehr komplett ausstatten. Also ich sag mal, die Leute, die so im Kern irgendwie durchequippt sind, bei uns sind die meisten so aus dem Kern mehr oder weniger durchequippt und da sucht jeder noch so nach den ein, zwei Items, die dann noch so fehlen. Also bei mir fehlt noch eine Fessel und dann unsere Damage-Dealer, Milis, die wollen natürlich alle. Band von Akuria ist bei uns vorgestern das erste Mal gedroppt. Ole, ole. Na, oder die Heilerringe sind natürlich super schön. Also jeder braucht im Kern noch das ein oder andere Teil. Aber so im Wesentlichen sind wir da durchequipped. Und so, wir sind natürlich in der BWL auch schwer zu Gange. Da droppt dann schon das deutlich bessere Zeugs. Und ja, ein paar Sachen aus Sulgurup sind klasse. Trotz BWL, glaube ich, möchte man die haben. So, das ein oder andere Teil, so will man mit Sicherheit noch als Übergangsteil haben und so. Also definitiv gibt es da schönen Loot. Dann gibt es die Sets, die man dann auch herstellen kann und so weiter. Ich glaube, Blutreben heißt das für die Hexer. Das ist dann der Best in Slot, weil da Trefferwertung drauf ist und so weiter. Aber ich möchte mich da über den Loot gar nicht so sehr auslassen, weil, naja, ihr kennt selber alle die Listen, ihr habt alle Atlas Loot drauf, sagt, kann jeder individuell durchgehen und sagen, okay, bei welchem Boss droppt denn noch ein Teil, was ich gerne haben möchte und bei welchem nicht. So, okay, so Loot ist ein Ding. Was ich aber natürlich an Sulgurup unglaublich spannend finde, ist,
mich fasziniert, und da habe ich ja auch entsprechend Videos zu gemacht, dieses Rennen um den Server First. Ja, das finde ich halt ganz, ganz spannend, und ich finde es total gut. Ne? Also Gilden, die sich daran beteiligen können, die das schaffen, dann, ich sag mal, für BWL, auch für Molten Core, 40 Leute halt zusammenzukriegen, die zu irgendeiner unmenschlichen Zeit dann anfangen, so, jetzt gehen wir in diesen Raid rein und clearen den Content mal. Und ich habe ja da Penta begleiten können. Und als Kommentator und Zuschauer, nicht als Spieler. Und fand es absolut super. Und aber das kriegen wir natürlich so als mittelgroße Gilde nicht auf die Reihe. Ne? Wir kriegen unsere 40er Raids so gerade eben so mit Knirsch voll. Hier und da fehlen dann auch noch mal irgendwie gerne 5 Leute. Und wenn wir das dann in der Woche machen, mit so Mitternachtszeit, ja, haben wir keine Chance. So, und da finde ich, hat Sulgurup natürlich, ist Sulgurup halt spannend, weil man braucht nur 20 Leute. Natürlich wird es auch da wieder ein Race geben, wer macht den Server first und so weiter. Und da kann man sich dann tatsächlich auch mal so als mittelgroße Gilde dran beteiligen. Na, im Prinzip, also ich würde mal so sagen, jede Gilde, die in den Kern und in die BWL geht, die wird 20 Leute finden, die bereit sind, okay, wir nehmen uns am nächsten Tag Urlaub oder ne, wie auch immer, wir kriegen es geregelt, da nachts um 12 reinzugehen. Und das finde ich halt, ja, das finde ich absolut super. Und ich bin gespannt. Also bei uns auf dem Server Everlook haben in der ersten Nacht, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich glaube so 6, 7 Gilden haben es in der ersten Nacht irgendwie clear gekriegt. Aber mehr halt nicht. Und da erwarte ich bei Sulgurup tatsächlich mehr. Also da gehe ich von aus, dass bei Sulgurup wird es so sein, dass in der ersten Nacht vermutlich 20 Gilden das clear machen werden. Da geht es also dann jetzt tatsächlich auch mal darum, na, um ein paar Minuten schneller oder langsamer wird vermutlich direkt ein paar Plätze in der Rangliste ausmachen. Und klar, es geht um nichts. Also ich meine, ja, sind nicht die Olympischen Spiele und so weiter. Und so grob ist jetzt auch keine Instanz jetzt, die, ja, da muss man keinen Mann zum Mond bringen, um die irgendwie zu meistern. Aber trotzdem ist es doch spannend. Also einfach mal auch sich in der direkten Konkurrenz der großen, sehr progressorientierten Gilden mal zu stellen. Jetzt gar nicht mal unbedingt mit dem Ansatz zu sagen, ja, aber jetzt schaffen wir es, jetzt werden wir den Server first holen. Das werden wir mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber einfach, um sich selber auch mal einsortieren zu können. Ich finde so eine Server-Rangliste, welche Gilde ist da vorne und welche ist da hinten, die hat natürlich mit meinem eigenen Spielspaß nichts zu tun. Also so, ich freue mich, wenn wir irgendwie die BWL clear machen, haben wir gestern übrigens getan, sage ich gleich auch nochmal ein paar Worte zu. So, ich freue mich, wenn wir es irgendwie clear machen und so, ob wir es jetzt nach 2 Wochen clear machen oder ob wir es nach 4 Wochen clear machen, ist natürlich für uns als Gilde so erstmal relativ egal. Also wir schaffen halt den Content, wir sind gut genug, um es irgendwie hinzukriegen, alles klar. Trotzdem glaube ich, hat ja jeder Bock drauf, auch in der Gilde mitzuspielen. Also jeder freut sich natürlich trotzdem, wenn die Gilde höher rankt und sagt, wenn man halt nicht irgendwie der 100. ist, der es leer macht, sondern vielleicht der 5., der 10., der 20., ne, wie auch immer. Und so, ich finde, bei Sulgurup kann man genau das einfach mal unter Beweis stellen. Wie gut ist man denn? Ne, wie gut sind denn die guten Spieler? Weil da hat man ja auch immer noch mal ein Gefälle drin zwischen den besten und den schlechtesten Spielern aus dem Raid. So, und man kann jetzt sozusagen wirklich so eine schnelle Eingreiftruppe da zusammenbauen und sagen, okay, na, jetzt gehen wir es mal an, jetzt lassen wir es krachen. Und ich finde einfach, bei Sulgurup ist das für eine mittelgroße Gilde ist es einfacher, die Leute zusammenzukriegen. Und man kann dann einfach auch mal direkt sehen, okay, so, da sind jetzt die Progress-Gilden, da ist ne, Penta, da ist Frostfall, sind jetzt so bei uns die,
die Big Player auf unserem Server, die werden wir nicht kriegen, da brauchen wir nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Na, aber dann danach, so, wenn der Rest vom Schützenfest kommt, wo sortiert man sich da ein? Na, und finde ich super, super, super spannend und dem kribbel ich echt entgegen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe eh auf diese Instanz brutal Bock, da durchzurennen. Und selbst wenn ich da gar kein einziges Teil mehr brauchen kann, ich glaube, als Krieger brauche ich da nichts mehr. Ich habe die ganzen Lootlisten noch nicht durchgeguckt, aber ich glaube, für meinen Krieger ist es equipmäßig total egal. Aber ich habe einfach richtig Bock auf diese Inni. Also ich finde diese Trolle eh von Haus aus cool. Wie gesagt, ich mag das schon, wenn Trash unterschiedlich ist. Ne, wenn Trash an jeder Stelle irgendwie anders tickt und man auf andere Sachen achten muss. Ich finde den Trash zum Beispiel im Kern finde ich brutal eintönig. Und selbst in der BWL, wenn man einmal weiß, wie man diese Techniker da in den Griff kriegt, ja, dann ist es gelaufen. Dann wiederholt sich die ganze Geschichte ja nur 5-mal. Aber da ist keine Abwechslung drin. Und das finde ich ist in Sulgurup schon klasse. Ne? Mit diesen Fledermausreitern, die funktionieren halt völlig anders als dann diese Spinnen. Und die Spinnen sind wieder total anders als oben bei, wie heißt nochmal der Raptor-Heini. Nicht Shindo, das ist der Verzauberungs-Hack-Mack-Gedöns. Wie heißt denn dieser Raptor-Heini nochmal? Jetzt ist mir doch glatt der Name Mandukir. Die Gruppen, die vor Mandok hier sind, die sind auch wieder total anders und dann irgendwie diese großen Golems, wollte ich gerade sagen, sind keine Golems, diese großen, ja, wie auch immer, so die da einzeln in der Gegend rumrennen und die Leute wegkicken und die Tiger funktionieren wieder anders. Also ich finde, da ist einfach sehr, sehr viel Abwechslung drin und ich mag die Bossmechaniken auch, weil auch da die sind einfach total anders und ich finde, das ist eine sehr abwechslungsreiche Instanz. Dann hat man da irgendwie viel Gebombe, viel AOE. Man kann einfach auch als Damage-Dealer da volles Programm reinhalten, weil man nicht sofort, selbst wenn man mal Aggro zieht von einem Mob, wird man nicht sofort mit einem Schlag begraben. Man kann da viel mehr spielen wie eine Wildsau. Kommt mir zum Beispiel mit dem Schurken auch einfach sehr entgegen. Selbst wenn man mal sagt, irgendwie, komm, ich drück noch ein bisschen mehr Schaden, bumm, da ist wieder eine Fledermaus explodiert und man liegt tot auf dem Boden. Dann hat man natürlich persönlich gefailt, aber hat halt nicht direkt den ganzen Raid mit runtergerissen. So, also Sachen finde ich halt dann auch einfach gut. Und wie gesagt, interessante Bossmechaniken, schöner Loot, aber vor allen Dingen sehr, sehr abwechslungsreich. Einige Leute spekulieren natürlich auch auf die Mounts. Habe ich früher nicht getan, tue ich heute nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach super megamäßig auf Sulgurup und ich bin einfach super gespannt. Lasst mal ein paar Kommentare da, ob ihr auch euch an so einem Mitternachtsraid beteiligen werdet und schreibt doch mal dazu, irgendwie, ne, Gilde so und so, Ad-Server, ne, weiß der Geier. Hätte ich gerne mal so einen Eindruck, wie viele Leute da losmarschieren. Und also ich werde mit Sicherheit dazu auch wieder was machen. So, vielleicht kann ich wieder von Penta oder von Frostfall mal so einen Stream bekommen und dann, dass wir mal so sehen, so sieht es aus bei einer Gilde, die weiß, wo der Hammer hängt. Dann kann ich nochmal daneben stellen. Und so sieht es bei uns aus im Vergleich. Na gut. Aber definitiv werde ich da auch mir die Nacht um die Ohren schlagen und da am Ball sein. Okay, so, ja, das war das eine Ding. Und ja, das andere Ding, ich habe es gerade angedeutet, wir haben gestern halt die BWL clear gemacht, das erste Mal. Ole, ole, Nefarian ist down. Ja, wir hatten gestern Unterstützung. Es war einfach ein glücklicher Zufall. Wir hatten ein paar zu wenig Anmeldungen, haben wir öfter mal, und uns fehlten 6 Leute. Und dann hat Frostfroll gefragt, hey, können wir euch helfen? Haben wir so einen Moment drüber nachgedacht, weil, na klar, wenn man dann jemanden von einer anderen Gilde dabei hat, vor allen Dingen von so einer starken Gilde,
ja, dann ist natürlich der Kill, der Erfolg, dann nicht mehr so auf dem eigenen Mist gewachsen. Und wir haben überlegt, wollen wir es oder wollen wir es nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, ja, aber wir können nur lernen. Und es war ganz große Klasse. Es war wirklich ganz, ganz große Klasse. Also auf dem Weg hier auch nochmal irgendwie tausend Dank an die Frostfall-Leute, die uns da unterstützt haben. So, wir hatten darüber gesprochen und wir haben dann so bewusst auch das Ruder relativ aus der Hand gegeben und gesagt, macht ihr mal so Boss-Erklärungen oder wir können ja erstmal erklären, wie wir sie spielen würden oder gespielt haben bislang. Und ihr sagt dann, was man vielleicht noch optimieren kann und so weiter. Und macht ruhig auch Ansagen bei den Bossfights, weil, ne, klar, ich meine, man hat erfahrene Spieler dabei. Ich finde, dann muss man die Erfahrung einfach auch nutzen. Also das, man sagt ja einem kleinen Kind auch, pass auf, pass dich auf die Herdplatte, die ist halt heiß. Ne, und so sehe ich das halt auch. Wenn man, also geht mir ja auch selber so, wenn ich in einem Random Raid oder so mitgehe und schlag mir auf die Stirn, weil ich denke, oh, die spielen das so beknackt, das ist logisch, dass die vipen, ja, dann will man auch was dazu sagen. Und so, und wie gesagt, und die Frostfalls waren halt irgendwie gestern am Start und haben uns dann wirklich auch ein paar sehr, sehr gute Tipps gegeben. Und wo wir zum Beispiel uns auch echt richtig schwer getan haben, war dieser bescheuerte Trash nach dem ersten Fliegedrachen, also oder beziehungsweise davor und danach, halt diese Techniker, die da mit Bomben schmeißen und so weiter. Da waren immer mindestens 10 Leute tot nach so einer Gruppe. Also ich meine, wir haben die Gruppe runtergezerrt gekriegt, aber wirklich mit abartig vielen Toten. Na, also 10 Tote war schon relativ irgendwie ein guter Try. Und dann, ja, so haben die Frostfaller uns gestern gezeigt, wie es wirklich geht. Und dann machen wir halt dann so eine Gruppe mit 0 Toten. Super, ne? Und dann auch nochmal irgendwie so, Boss, ja, das kann man nochmal so optimieren, das kann man nochmal so optimieren. Es sind halt einfach oft genau diese Kleinigkeiten, die in WoW den Unterschied machen, finde ich. Es ist halt, ich meine, Classic ist halt einfach viel weniger Jump and Run und viel weniger Action Jackson als jetzt Retail. Einige sagen, es ist leichter. Ja, klar, wenn man einmal begriffen hat, wie der Hase da läuft, wo man an der richtigen Stelle steht, wo man an welcher Stelle welche Aktion machen muss, dann ist es bestimmt auch leichter, kann gut sein. Aber auch das muss man erstmal rausfinden. Ne? Und wie gesagt, es sind genau diese Kleinigkeiten, die es dann machen. Ne? Stellt euch so hin, stellt euch eben nicht so hin, bleibt da stehen, warte da auf den und so weiter. Und ja, wir hatten großen Spaß. Also wir haben als Gilde echt gefeiert gestern. Und naja, wie gesagt, wir rechnen uns den Kill noch nicht, wir schreiben uns den noch nicht so auf die eigenen Fahnen. Wenn wir den nächste Woche wiederholen können, dann würde ich es als unseren Kill bezeichnen. Wie gesagt, im Moment geht die Ehre da definitiv an Frostfall. Aber ja, war ganz toll. Also das, ich finde einfach so Gildenkooperationen total gut. Also das, ich finde, man verschlechtert sich dabei nicht, wenn man mit einer anderen Gilde gut kann und mit den Leuten irgendwie kann und so weiter und sich dann gegenseitig unterstützt. Ich finde, genau dahin sollte so ein Spiel gehen. Und ja, war für uns, war es halt, wie gesagt, gestern ein Highlight. Also klar, ich meine, einige werden jetzt sagen, Gähn, Schnarch, so schwierig war die BWL ja nie. Und hahaha, haben wir am ersten Tag oder in den ersten 2 Tagen schon irgendwie alles clear gehabt. Ja, ist gut. Also, ne, schön, freut mich für euch und gönne ich euch auch. Also, alles in Ordnung. Nur natürlich hat jede Gilde hat so ihr eigenes Tempo. Und ich glaube, viele, die sagen, ja, wie easy ist das alles und so weiter und so fort, die sind vielleicht in einer progressorientierten Gilde und sehen es aus ihrer Bubble. Aber die Masse der Leute, für die ist die BWL kein bisschen einfach. Ja, also natürlich gibt es auf jedem Server diverse Gilden, die das alles vielleicht sogar am ersten Abend oder in der ersten Woche schon clear gemacht haben. Klar, die gibt es. Aber da finde ich, ihr solltet das trotzdem nicht unterbewerten. Also kriegt eure Bodenhaftung zurück. Die Masse der Spieler macht das nicht clear. Na, geht mal in irgendeinem Random Raid mit und guckt mal, was da so passiert. Na, ich erlebe immer noch Random Raids, die kriegen Oni nicht down. Na, die klopfen auf Oni rum, machen da 3, 4, 5 Versuche, viben 3, 4, 5 Mal und lösen sich dann auf. Und sagen, nee, Oni ist so schwierig. Also geht uns jetzt als Gilde auch nicht so. Wir gehen da rein,
pumpen die oben, gehen wieder raus, sagen fertig. Na klar. Aber ich sehe es halt bei Packrates, sehe ich es schon regelmäßig. Also man sollte den Status quo der eigenen Gilde vielleicht nicht mit dem Server-Status quo verwechseln. Und für den Server, für die Masse der Spieler ist BWL nach wie vor eine wirklich schwierige Instanz. Und ich glaube auch, dass es eine Reihe Spieler gibt, die mehr als BWL niemals sehen werden im Spiel. Also ich sehe auch, wie immer noch Leute gibt, die im Molten Core rumeiern. Also auch das. Das, ne, klar, da geht meine Gilde mittlerweile auch relativ mit verbundenen Augen durch. Logisch. Aber wir haben es jetzt auch ein halbes Jahr lang geübt. Wir haben jetzt auch mittlerweile den Gear, was man darin kriegen kann und so weiter. Am Anfang haben wir uns da auch schwer getan. Ja, wie gesagt, für uns ist es ein echtes Achievement. Ich freue mich total. Und ja, es geht weiter. Wie gesagt, Sulgorup freue ich mich sehr drauf. Wird eins der nächsten Highlights. Ich glaube, diese Woche macht auch Arati auf, oder? Auch das endlich. Ich kann Alte Raktal ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ich habe jetzt alle meine 60er da einmal auf Ehrfürchtig gebracht, um da die schönen Rufbelohnungen irgendwie mitzunehmen. Aber das macht mir so, mir persönlich ist ja auch eine Geschmackssache, so vom PvP-Aspekt nicht so richtig Laune, weil das einfach immer nur so ein Massengeprügel ist. Und es da wenig so 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gibt. Und das kommt natürlich dann mit dem Arati-Becken massiv. Und das ist so echt mein Battleground. Und so, da werde ich reingehen. Da werde ich mit Sicherheit auch mal einen Stream machen. Da könnt ihr alle euch totlachen, wie schlecht ich PvP spiele. Ist aber nicht schlimm, macht mir dann auch nichts. Aber das ist jedenfalls ein Battleground, was ich richtig gerne mag. Kommt es diese Woche oder kommt es nächste Woche? Ich glaube diese, ne? Das ist, wir sind ganz kurz davor. Ja, klasse. Also wie gesagt, dann wird für mich PvP auch deutlich an Bedeutung gewinnen. Ja, das waren so die News von dieser Woche. Und ja, schreibt mal ein paar Kommentare drunter. Also wie gesagt, speziell Sulgorup, speziell Mitternachtsraid. Würde mich sehr interessieren, ob ihr da am Start seid und wie ihr euch vorbereitet, ob ihr euch vorbereitet, ob ihr sagt, ach, per Kindergarten, da bomben wir eh alles weg, kennen wir auch alles noch gut genug von früher. Und so, da hätte ich gerne mal so ein paar Rückmeldungen zu. Okay, so in dem Sinne, Lokta Ogar, Zuck, Zuck.